Willkommen. 2023 fraß ein Fuchs scheinbar fast alle Feldhamster am Friedhof Meidling in Wien. Innerhalb von 2 Monaten waren kaum noch Feldhamster am Friedhof zu sehen. Jetzt im Jahr 2024 wurde es Zeit, den Schaden, den der Fuchs an der Feldhamsterpopulation verursacht hatte, nachzugehen. Das Ergebnis ist erfreulich, die Feldhamsterpopulation am Friedhof Meidling erholt sich. Der Fuchs war nicht bestandsgefährdend und die lebenden Feldhamster scheinen nun jünger und gesünder zu sein als je zuvor. Flöhe und Zecken an den Feldhamster sowie Verletzungen, insbesondere bei den Ohren, sind kaum noch zu sehen. Bei meiner unvollständigen Felshamsterbauzählung am Ostteil des Friedhofs Meidlings konnte ich 85 Feldhamsterbauten zählen. Daher vermute ich, dass am gesamten Friedhof ca. 200 Bauten vorhanden sein müssen. In der Literatur wird beschrieben, dass der Feldhamster ihre Bauten bis zu 250 cm tief für einen Winterbau anlegen. In Wien konnte ich bei dieser Zählung meinen Tiefenrekord von 145 cm bei einem Bau messen. Im Normalfall liegt die Feldhamsterbautiefe zwischen 30 und 75 cm am Friedhof Meidling. Bei der Zählung konnte ich auch die ersten Feldhamster für heuer wieder filmen, wie Sie im Video sehen können. Im Kontrast zum Martin Luther King Park kann man am Friedhof Meidling keine so klaren Präferenzen der Standortwahl erkennen, da weder große Freiflächen vorhanden sind oder sich die Umgebung für Feldhamster grundlegend unterscheidet. Feldhamsterbauten, welche verlassen oder eingefallen wirkten, habe ich nicht mitgezählt. Die Feldhamsterbauteneingänge müssen mindestens 150 cm auseinander sein, damit sie gezählt wurden. Die Feldhamsterbaubeschriftung von mir, B steht für Bild oder Foto, die drei Zahlen des Fotos zum Beispiel. B631 würde bedeuten, dass das Foto ist P5570631.jpg. Die anderen Zahlen sind für die gemessene Tiefe mit dem Meterstab gefolgt von dem Durchmesser in Zentimeter. Der Durchmesser gibt Rückschlüsse auf die Größe des Feldhamsters. Da Männchen größer als Weibchen sind, kann man sich ziemlich sicher sein, dass Bauten mit einem Eingangsdurchmesser von 8 cm oder mehr von Männchen gebaut wurden. Die exakte Position der Bauten können von einem Plan abweichen, da keine GPS-Positionskorrektur durchgeführt wurde. Ich habe die Fotos der Bauten angehängt, damit jeder nachvollziehen kann, dass meine gesammelten Daten echt sind. Ich bedanke mich bei meinen Zusehern und insbesondere für die Personen, welche sich aktiv für den Schutz der letzten Feldhamster einsetzen.
Bitte abonniert meinen Kanal und verbreitet meine Videos wie auch andere Videos zur Erschaffung einer Sympathie und einer besseren Bekanntheit des Feldhamsters zum Schutz dieser bedrohten Tierart.